One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch wieder ein neues Schlagmuster, mit dem ihr variieren könnt in verschiedenen Handpositionen oder mit verschiedenen mehreren Trommeln oder Instrumenten. Ich beginne euch das Muster mal auf einer Trommel zuerst zu zeigen. Ich mach's mal nur am Rand. Es ist ein sehr simples Muster. Also ihr merkt schon, ne? Ganz einfach, die Hände sind abwechselnd. Ich mach's mal nochmal langsam. Es beginnt mit der Haupthand, das ist meine rechte Hand. One, two, three, four. Okay, ihr merkt schon, die Haupthand spielt die ganze Zeit durch. Ja? Und dann die Nebenhand hat drei Schläge. Okay. So, jetzt verteilen wir das mal. Ein paar Variationen, einfach um dir ein bisschen Geschmack zu machen. Und zwar die erste Variation, den ich beim Einstieg trommelte. Two, three, four. Alright. Also, das ist jetzt das Muster. Jetzt mach ich mal eine andere Verteilung. Das gleiche Muster. Ba, ba, da, 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 da. Und zwar, das ist sehr interessant jetzt. Du hast die Haupthand auf der Höhe und die Nebenhand macht diese drei Schläge und nun fängst du an, das mit einer Art und Weise, wie du schlägst, die Sounds zu verändern. Also, ich zeig das mal. Cool, oder? Du hast drei verschiedene Töne mit der Nebenhand. Einen offenen Bass, eine Mitte und eine geschlossene Höhe. Den Mittelton kannst du auch mit leicht geöffneten Fingern machen. Muss man rausfinden, dass es einfach drei verschiedene Töne sind. Ja. Nochmal. One, two, three, four. Alright, damit mach dich vertraut, weil du musst dich wahrscheinlich damit erstmal dran gewöhnen, dass deine Nebenhand verschiedene Schläge macht, verschiedene Teile spielt. Ja. Gerade das mit dem geschlossenen Hand, das merke ich in meinen Kursen immer wieder, das ist doch für die meisten schon eine Herausforderung, aus dem offenen Schlag dann in den geschlossenen und dann wieder in den offenen zu gehen. Ja. Also lass dir ein bisschen Zeit, übst ein bisschen, du wirst es schnell können, denke ich. Ja. Das ist nämlich ein leichter Rhythmus. Alright, jetzt zum Schluss, also das ist das, was ich euch zeigen wollte. Und jetzt zum Schluss spiele ich noch ein bisschen damit rum, auch auf einer Trommel, immer mit dem gleichen Muster. Ich versuche auch immer das gleiche Muster zu spielen. Vielleicht mache ich hier und da mal noch einen Schlag dazu, aber das Grundmuster soll doch bleiben. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Spaß. Ich bin Ingo Gutmann, hau rein. So, one, two, three, four.